Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Mit Minimum. Heute gehen wir mal auf die Häuptlinge los, damit wir mal den Turm näher kommen. Habt ihr das gehört? Reicht es noch? Oh, reicht es noch? Ich glaube ja, anscheinend. Ohne Alarm auszulösen. Das heißt also im Prinzip, ich könnte eigentlich Ah, scheiße. Pass auf. Kann man noch neu machen? Ach, warte mal, ohne Alarm auszulösen. Jetzt fällt es mir da ein. Das heißt, wir müssen jetzt mal schnell. Ich habe es so verstanden, also halt ohne Deck zu werden, habe ich das quasi so gesehen gerade. So, und Licht aus. Ich muss kurz mal. Und meine. Na, super. So, dann fangen wir gleich nochmal von vorne an. Mann, jetzt muss ich gleich hinlaufen. Das war gerade dämlich. So Leute, was geht? Tschüss. Tschüss. So, so. So, jetzt mal alle Fresse halten. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Bla, bla, bla. Und tschüss. So. Rassiger Kampf. Ich wollte eigentlich nachprüfen, welche Farbe das Innere des Grabwandlers hat. Habe ich da gerade etwas gehört? Das weiß ich nicht. Ja, dann ist raus. Der nächste bitte. Da war doch ein Geräusch. Wie auf meiner Hand die ganze Zeit läuft die Falle. Oder ist das gerade von diesem Geräusch? Der Wandler hat den Hammer getötet. Wir müssen dafür sorgen, dass er vor der Macht unseres Herrschers niederkniet. Komm du auch noch her. Hast du das gehört? Schieß mal ein bisschen den Weg. Was war das? Oh. So, der Richter. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Hi. Du kannst so ruhig sein. Ich mag die Ruhe ebenfalls. Ich hoffe, die Feuer. Wir
die Luft gejagt. Könnten noch ein paar herkommen, das sind die mehr Leute. Ich bin dein Untergang. Oh, falscher. Adada. Er wurde verhext. Tötet ihn. Wir sehen uns wieder, Menschlein, wenn die Zeit gekommen ist. Dude. Nein, jetzt kriegt ihr mich, Mensch! Ich möchte seine Klinge als Assassine verleihen. Oh. Oh, all die Dinge, die ich mit dir angestellt hätte. Wer schon töten? Hey, es ist Zeit, dass ein Neuer an die Macht kommt. So, was war denn das? Er ist gefallen und wer wird an seine Stelle? Okay. Das war Nummer 1. Aber wir bekommen verdoppelt die Dauer. Was? Eben gleich Geschicks? Okay, muss man gucken, mal hin. Erstmal zum nächsten. Sein Schatz. Dieser Uruk bedeutet dem Häuptling etwas. Töte ihn und warte auf unseren Feind. Warte. Okay. Wäre geil, noch nie einfach wegzusnipen. Ach so, schade. Muss ja wohl sehen. Und oh, da rennen schon mal zwei von mir rum, das ist nicht schlecht. Aber heißt, ich darf auch theoretisch auffallen. Das heißt. Den da nehmen. Oh. Den da nehmen. Schön so eine kleine Armada hier aufbauen. Geht es auch schneller. Bams. Hast du dir so gedacht, hä? Ja, außer der Sonne. Ich hab die Fischer neulich den größten schwarzen Fisch ausleben sehen, den ich je gesehen habe. Der schon mal weg, aber wir machen weiter mit dem Wachmarken. Warte, was? Egal, was ich weiß. Wie zwei Sekunden. Achso. Geht einfach hier hoch. Alles gut. Du hast eigentlich hier eine Leiter hoch zu so einem komischen Gewölbe. Da ist er. Geil wäre, wenn ich jetzt noch hier rüber locken könnte, wo meine Häuptlinge war. Warte! Ich rieche etwas. Wenn du mich provozieren willst, ist es dir gelungen! Super! Du denkst, dass man da dran. Ich hab so eine Schafe. Egal, komm. Kämpfe für mich! Oh, perfekt. Wir lösen gerade einen Namen an der Nase ein. Oh, bitte. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, zur Hälfte. Ja, ein Viertel. Du glaubst wohl, ich wäre dumm, dass du das... Ich habe dich unterschätzt, dieses Mal. In welche Richtung willst du fliehen? Ja genau, geh in den Kiemen. Ich will immer schlauer sein als du. Dann sei mal schlau.
und ergib dich. So, der nächste Häuptling ist Toad. Fehlen nur noch zwei. Wobei, drei. Aber wir werden, bisher werden nur zwei angezeigt. So, gehen wir hier lang am besten. Und runter. Alarmier du mal. Ist mir egal. Bevor er jetzt den angreift. Kaka! Attacke! Okay. Weiter. Oh, das, das wollte ich nicht. Oh. Jawohl! Waldläufer! Sieh dich doch an! Du bist nichts als Bleichhautschrack! Du überlebst niemals in Mordor! Komm schon! Und Attacke! Jawohl! Zeit zu sterben, Tarek! Zurück mit dir, Tarek! Ach, du Drecksack! Und vergessen was! Komm, jetzt machen wir. Ich finde den geil, der hat Waffen einfach, die mit, mit Flammen besät sind. Ist doch mega. So. Okay, das jetzt vielleicht mal. Verdammt nochmal. Todesdrohung. Und zwar an Big Boss höchstpersönlich. Wo mal der ist. Warum weiß man den da? Weil den will ich jetzt als nächstes machen. Haben wir noch ein bisschen mehr Spaß. So, und jetzt müssen wir da hin. Irgendwo Felsen hier zum Jumpen. Ich sag mal, ein bisschen höher. Da oben sind sie. Okay. Und eins. Und zwei. Seltsame Laute gehört. Hi. Und tschüss. Das ist Stein. Ich versuche mal, so von der Zeit her würde es sogar eigentlich ganz gut passen, theoretisch. Also wenn wir es hinkriegen, wäre es halt super, dass wir dann alle restlichen vier Häuptlinge noch in dieser Folge killen. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Hallo. Moment. Ich rieche etwas. Dann riech du mal. So, hier oben. Okay. Wahrscheinlich müssen wir dann trotzdem in die Burg eindringen. Teppa. So. Unser Feind hat überall Augen. Reiß sie raus. Okay. Ach komm. Warum will ich aber brand? Achso, muss ich töten. Okay, dann. Hätte ich halt gerne gebrannt gemacht, damit wir halt auch noch Schützen haben. Hoppla. Wie laufe ich denn hier? Der ist tot! Nein, doch nicht runter! Bist du denn des Wahnsinns? Okay. Kurve wurde gekriegt. Jetzt suche ich mal kurz den Fokus aus und schleiche mich mal hier rechts vorbei. Tschüss. Und hier nochmal das da. Da oben ist also noch einer. Was hier ist. Komm schon, da runter.
nicht nur der Pfadwandler kann den Tod überlisten. Ich habe den Tod schon öfter ausgetrickst. Und ich weiß auch nicht zwischendurch, da hat man schon gemerkt in den letzten paar Folgen, dass ich manchmal beim Zielen das so kurz unterbricht und danach wieder da ist. Es ist nicht irgendwie, dass ich aufgehört habe, sondern es liegt einfach daran, dass meine Maus irgendwie anscheinend keinen Wackelkontakt hat. Sehr schön. Chaka. Der Klingenschärfer. Heute war sein letzter Tag. Hi. Das ist die Made, die mich leiden lassen wollte, Jungs. Zeigen wir ihm, was wahres Leid ist. Nein, das lässt du. Sorry. Ich habe Armeen über die schwarze Einöde von Gorgoroth geführt. Ich verdiene einen ehrenvolleren Tod. Okay, dann nein. So viel dazu. Eine schöne neue Rune, die müssen uns alle mal nachher angucken. Mache ich vielleicht aufspielen, dann dementsprechend. Sparen wir uns dann die Zeit. Ausrechnet der, ey. Na gut. Dann ist natürlich unser letztes Ziel hier unten. Und dann machen wir mal eine Schnellreise, dann machen wir das auch noch in der Folge. Vielleicht haben wir Glück und es passt noch alles rein in eine normale 20-Minuten-Folge. Bams! Los geht's! Der Schreihals. Wahrscheinlich terrorisieren. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Yep. Ach so, nee, ich sollte. Ah, so. Greif ihn halt nicht fest, okay. Herrlich! Jetzt habe ich zwei Kreaturen zum Aufschlitzen: den Grabwandler und seinen Karagor. Warte mal, ich mach mal kurz Folgendes: und zwar. Habe ich da gerade etwas gehört? Komm schon, und go. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falsch. Wo? Da auch noch mal rein. Bevor wir jetzt alle machen, erstmal kurz hier. Geisterstoß bräuchten wir jetzt nicht. Das ist eigentlich ganz praktisch für unterwegs. Also dann habe ich den. Oder der Waldläufer. Trinkt. Verdammt nochmal. Der Rüstmeister hat eine gute Klinge geschmiedet. Es wird Zeit, sie an etwas zu. Habe ich den nicht hier gemacht? Richtig gut blutet. So, die killen sich alle gegenseitig jetzt. Zur Not. Ich hab schon zig. So. Komm, Gork noch vergiften. Oh, das war tiefer, als ich wollte. Gehen wir mal hier entlang. Ich mach mir keine Sorgen, dass der Grabwandler euch dazu bringt, euch gegen mich zu wenden. Ich könnte es mit geschlossenen Augen und einem. Sei doch mal still. Keiner hat hier die Null gewählt, okay?
besten mal hier rüber. Da hoch. So. Da steht er. Jo, Alter, ich laufe geradeaus. Ach komm. Wäre ich jetzt entdeckt worden oder sowas, dann wäre ich jetzt sauer gewesen. Aber so ist noch alles in Ordnung. So, jetzt aufgepasst. Ich mach den da. So. Alles cool, hab jetzt den da. Die zwei Profis da brauche ich nicht. Deswegen, tschüss. Der dreht sich auch nicht um. Super. Ich würde gerne die Cargo einfach rauslassen, aber das ist mir jetzt zu risikoreich. Der Uruk wurde umgebracht. So. Was für eine Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Haut. Allerdings könnte das auch mir einen Vorteil geben. Wir versuchen es. Cargo, hilf mir! Hallo. Wir sehen sie uns nicht. Komm schon, nein, 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 der Plan war doch so perfekt. 2, 1. Take that shit. Ich bin weg. Oh, da kommt er. Tschüss. Jetzt gehen wir erstmal hier. Hier rüber, da hoch, dann hier, zack. Och, ist jetzt dein Ernst oder was? Sehe ich nicht. Wo rennt er hin? Er rennt natürlich genau weg. Ach, fick dich. Schnell. So, ja. Was? Los. Zur Not. Ein guter Tod in Saurons Namen. Schon. Ich danke dir, Waldläufer. Kein Problem. Immer wieder gerne. Hier, bitte. Ich weiß gerade nicht, wieso der so schnell für Leben verloren hat, aber ist okay. Der hat nicht mal eine richtige Rune. Ach ja. Warte mal. Jetzt haben wir noch das da drüben. Was ist das jetzt? Ach so, ich brauche dann quasi 5 an der Macht quasi. Ah ja, dann fangen wir noch gerade mal an. Das machen wir auch schon in der Folge. Genau, jetzt hier den. Nein. Warm ins Auge. So, jetzt muss ich mit dem halt um, reden. So, jetzt will ich den befehligen. Und sag dem... Achso, ich kann den nicht. Ich kann diese leeren Plätze quasi nicht ihn einnehmen lassen. Der ist quasi verbunden mit dem, oder wie? Ja, okay. Ja, dann Informationen sammeln über irgendeinen Spaß, den ich noch nicht habe. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Boah, der sieht ja super aus. Und dann lasse ich ein bisschen hier offscreen Zeit verstreichen.
kann ich eigentlich schon mal so beispielsweise machen. Also hier quasi so und dann dort Zeit verstreichen lassen. Und damit würde ich sagen, verabschiede mich dieses Mal von dieser Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut. Haut rein.